Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen oder großen Horror-Let's Play hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, spielen wir Outlast. Kurz zur Info für euch, wir werden, nachdem wir die Hauptstory durchgespielt haben, auch noch hier Outlast Whistleblower spielen. Und den zweiten Teil werde ich mir auch noch zu Gemüte führen, natürlich mit euch hier auf meinem Kanal. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, ich danke bisher allen, die mir folgen auf Twitch oder auf YouTube. Und wenn wir es schaffen, hier die 100 Follower mindestens, ne, auf YouTube zu erreichen, dann wird es einen 24-Stunden-Livestream geben, der schon in Planung ist. Da ich auf Twitch schon die 100 geknackt habe. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, beim Miterschrecken. Und wir werden auf normal spielen erstmal, ne? Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Mega. So, nimm mal eine Speicherdatei anlegen und dann, ich weiß nicht, ob jetzt ein Intro kommt, ich werde mich mal kurz stumm schalten und dann sehen wir uns gleich wieder. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder bugs. But do keep all pets and children indoors between the hours. September 2013 von MuteMe.com an Miles Upshur at gmail.com. Betreff Tipp: illegale Aktivitäten bei Work of Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Work of Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Dafür sind wir hier und nochmal ein herzliches Willkommen bei Outlast. Die Reise in die Hölle. So, okay, check, check. Kamera funktioniert. Das heißt, wir haben weder Waffen noch sonst irgendwas. Das ist natürlich hart. Ich meine, bei Resident Evil war es einfach mal so, wir hatten Waffen.
Aber na gut, wir lassen uns davon nicht einschüchtern, wir versuchen es einfach mal. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Okay, schauen wir mal nach. Der Informant, das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Okay. So, ich check jetzt auch nochmal die Zoom. Wie kann man umschalten? Ah, so, okay. Alles klar. So sieht das noch schlimmer aus, finde ich. So ist noch akzeptabel, ne? So. Was ich mir natürlich... Sag mal, gehst du mal da rein? Was ich mir natürlich gleich als Frage stelle, ist... Bei Resident Evil haben wir ja, glaube ich, zum Schluss erfahren, dass das alles in einer Nacht passiert. Passiert das ja auch alles in einer Nacht? Eine Taschenlampe scheinen wir nicht zu haben, da müssen wir wahrscheinlich... So. Okay. Machen wir natürlich. Oh, wir haben da was aufgenommen. Alter Vater. Das fängt ja schon gut an. So, was haben wir denn? Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Cytratic Systems unter dem Denkmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Hoffen wir. Hoffen wir echt. So, ich kann sogar rennen, das ist schon mal gut. Achso, okay, ich dachte schon. Es ist echt dunkel. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich das Spiel ein bisschen heller machen soll oder ob das für euch so okay ist. Damit ich das bei der nächsten Folge einstellen kann. So, hier geht's nicht lang tatsächlich. Hier stehen komische Autos. Okay. HB 8221. Ich höre doch hier was drin. Supplies. Keine Ahnung, was das war. So, dann wollen wir mal, oder? So, hier sieht es ja relativ Mount Massive Asylum. Okay, das ist zu hier. Das ist auch zu. Na gut. Hier geht ja auch noch ein Weg lang. Ah, hier unten. In die Hocke. Okay, hier scheint alles gut zu sein. Da ist eine Tür. Ja, das wissen wir. Ein schöner Brunnen. Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Alter, mach das nicht. Mach das nicht. Sehr gut. Warum rechne ich jetzt schon mit irgendeinem Kack, der hier gleich passiert? Mhm.
nein. Alter. Ernsthaft? Jetzt schon? Drücke 3, ja, das haben wir mitbekommen. Das sind also Bilder. Wer kennt sie nicht? So. Liegt hier vielleicht irgendwas, was wir brauchen können? Was steht da drauf? Irgendwas beyond. Boah. Was steht da? Skinner? Skinner and Beyond? Kann das sein? Es ist schon echt dunkel. Okay. Alter. Bist du doof? Boah, mach doch so eine Kacke nicht mehr. Was ist mit dem Spiel? Ich mach's gleich wieder aus. Es bleibt bei einer Folge. Oh Gott. Ach Mist, wir müssen da lang. Mach den Fernseher aus, das ist nervig. Alter, wir müssen hier vorsichtig sein und der ruppt die Tür so. Was ist mit dem? So, was haben wir hier? Oh, Batterien benötigt so für das Infrarotlaser. Okay, alles klar. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele Batterien wir finden, deswegen gehen wir sparsam um, bevor wir die... Mirkov Psychedelic Systems Projekt Wallrider Mount Massive CO Fall Nummer 174 Patientinitialen WPH Billy Datum 14.10.2013 Erste Patientenbefragung 2009 Alter 19 Therapiestatus Patient behauptet in selbstgesteuerten luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Morphogenetische Antriebsaktivität. Wer weiß, was das ist. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM- und NREM-Zyklen, Lachen in NREM-Phase. Anmerkungen. Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Mirkov und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Wir nennen ihn Dr. Trager. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Mirkov Psychedelic Systems Projekt Wallrider Mount Massive CO. Okay. Also auf jeden Fall gibt es hier einen 19-jährigen Billy, oder gab es einen 19-jährigen Billy, der... Okay. Hey, lass uns doch mal reingehen. Geht nicht? Okay. Alter! Was ist mit dem denn?
Wo kam der denn jetzt her? War der in diesem anderen Toilettending? So. Hops. Und er speichert, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Library. Okay. Alter, verdammte Kacke. Boah. Alter Vater. Puh. Ey, mach doch sowas nicht mit mir. Ist schon kacke gelaufen, ne? Oh, puh. Da muss ich jetzt erstmal kurz Luft holen. Was zur Hölle? Boah. Puh. Sehr schnell vor Köpfe. Boah, ey. Das war jetzt echt hart. Tue ich mir das an. Ich glaube, mit Facecam wäre das noch cooler gewesen, aber ich habe es schon mal ausprobiert. Ich hatte schon mal eine Testaufnahme gemacht. Irgendwie bricht mein OBS da immer ab. Alter! Seid ihr bescheuert? Security and control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ich glaube, dafür ist es zu spät, um hier rauszukommen. Alter, guckt euch das an. Ist schon ein bisschen eklig hier. Aber naja, gut. Was? Keine Ahnung. So, was haben wir hier? A205. Okay, alles zu. Auch alles zu. Oh, hier ist ein Gang. Dann gehen wir doch da mal lang. Little Fake. Und was? 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 Alter. 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 Au. Bitte was? Gott. Ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. And who are you then? Wer bist du? Das ist die Frage. Alter. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Für was? Für was wurden wir auserwählt? Alter. Vor allen Dingen nichts gebrochen. Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Mirkov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Mirkov Advanced Research Systems. Mirkov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Mirkov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal raus. Nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, in den ich reingekommen bin. Okay, das bedeutet für uns, ob wir wollen oder nicht, wir müssen das hier tun.
Alter Kollege, du siehst aber auch nicht so besonders aus, ne? Boah. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl, Fallnummer, bla bla bla. Betrefft den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive Wilderness Area, Country Road 112. Eidesstattliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zur Folge einer Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Okay. Also, wussten die jetzt, dass hier was schief läuft und die wollten das selber aufdecken? Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ich glaube schon, oder? Da blinkt was. Ah, eine Batterie. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe hier, der komische Typ kommt nicht nochmal um die Ecke geschossen. Da habe ich mich schon leicht erschreckt. Oh. Na, Nickerchen. So. Ich schaue natürlich vorrangig auch, dass wir hier Dokumente und Notizen. Deswegen renne ich hier halt auch mit der Kamera rum. Batterien scheinen hier echt notwendig aufsammeln. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Warrider Mount Massive CO Fallnummer 136 Patienteninitialien CLW Walker. Ist jemand anders. Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung gebracht. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Alter, ist das der Dicke da, der da kam? Das würde natürlich Sinn ergeben, ne? Extensive Dermaleruption ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm, eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tutara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Okay. Klingt komisch, ist aber so erstmal. Und wenn das echt dieser große Dicke ist, dann haben wir wohl ein Problem. Na gut, ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge erstmal hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
hier in der Mount Massive. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao.